Hallo und herzlich willkommen zu der Jugendredaktion Now. Was ist die Europäische Union? Oh Mann, Europäische Union. Politik? Keine Ahnung. Ein politischer Staatenverbund. Der weiß das. Keine Ahnung, sich so um Europa so zu kümmern und so. Ich denke, das sind so Länder, die haben sich so vereinigt zu irgend so was und besprechen da die Gesetze und so. Keine Ahnung, mit Politik kenne ich mich jetzt nicht so aus. Die Europäische Union, das ist eine Vereinigung von Ländern in Europa. Vereinigung von Ländern. Ja, eine Gemeinschaft von europäischen Ländern. Weißt du ungefähr, was die so für uns Jugendliche tun? Die besprechen die Zukunft. Ja, für uns ist nicht so viel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Für Jugendliche eigentlich nicht sehr viel. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, was die EU eigentlich ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man verhindern, dass es je wieder Krieg in Europa gibt. Also setzten sich ein paar kluge Köpfe Europas zusammen und beschlossen, dass einige Länder in Europa wirtschaftlich zusammenarbeiten sollen, um generell Krieg zu verhindern. Nachher entstand daraus die Europäische Union. Die ersten Anfänge der EU begannen schon 1950, vollendet wurden sie 1992 mit der vierten Freiheit. Das heißt, die Grenzen in der EU wurden geöffnet. An der Gründung waren 6 Staaten, nämlich Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande und Deutschland beteiligt. Mittlerweile sind es 28 Mitgliedstaaten. Davon haben 18 Staaten den Euro als Währung. Durch diesen Zusammenschluss haben wir viele Freiheiten bekommen. Zum Beispiel gibt es keine dauerkontrollierten Grenzübergänge in der EU. Auch das Abitur und andere Abschlüsse werden in der ganzen EU anerkannt. Wenn man so an die Europäische Union denkt, dann stellt sich doch als erstes die Frage, was macht eigentlich die Europäische Union aus? Alexander Hohmann, Leiter der Vertretung der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens in Brüssel, zählte die Werte der EU auf. Europa ist für mich der Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger. Da, wo wir ehemalige Grenzen, die wir physisch entfernt haben, wo die Schlagbäume weg sind, wo wir dort gearbeitet haben, um es möglich zu machen, dass Leute über diese ehemalige Grenze wechseln können, dass sie im Nachbarland Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, als wären sie zu Hause, ohne dass dabei Mehrkosten entstehen, dass dabei ein wirklicher Mehrwert für die Leute entsteht, dass Europa dazu führt, dass Jugendliche heute ohne Problem durch Europa reisen können, ihre Studien dort in Europa machen können, nach Hause kommen, das Diplom anerkannt wird, man da nicht graus umrechnen muss. Das ist Europa. Denn heute gibt es viele Dinge, die da funktionieren, die anderswo in Europa noch Utopie sind, aber die zeigen, dass man Europa ganz konkret machen kann. Dass ein Rettungswagen aus einem anderen Land ausrücken kann, weil er dichter an einem Unfall im Nachbarland ist und man so Hilfe schneller zur Verfügung stellen kann. Europa war für mich immer ein Vorzeigebeispiel von Kooperation, die Mehrwert bringen kann. Aber es ist in der Tat schwierig, Europa zu vermitteln, weil in den Köpfen vieler Europa immer dann auftaucht, wenn es negative Aspekte, wie diese krumme Gurke, die Bürokratie hat. Wenn es positive Dinge zu berichten gibt, dann gehen die meist unter, weil sie fast als selbstverständlich verstanden werden. Als Journalist habe ich oft Schwierigkeiten gehabt, ein Stück, das ich zu Europa gemacht habe, dann auch bei meinem Chef unterzubringen und dafür zu sorgen, dass das auf Sendung ging, weil er dann doch immer wieder ein anderes Stück fand, das attraktiver war als das über Europa. So, jetzt seid ihr gefragt, was würdet ihr machen, wenn ihr an der Macht seid? Schreibt es unter den Hashtag, was würde ich tun? Entweder in YouTube, in die Kommentare oder hier irgendwo auf unserer Facebook-Page. Wir schauen uns das Ganze an und schau, bis zum nächsten Mal. Krass legal machen. Ist so. Mehr für die Schulen halt in ärmeren Ländern tun, für Bildung. Ja, wir würden vielleicht mehr Jugendarbeit machen und was für die Bildung. Viel spenden und Kindern in anderen Ländern helfen. Dass man nicht so früh in die Schule muss, vielleicht wird das dann auch mehr bringen, weil die Kinder dann nicht so viel schon, keine Lust darauf haben, so früh aufzustehen. Vielleicht haben sie ja noch mehr
Elan oder Intuition dazu, mal ein bisschen mehr zu lernen. Geht mir auch so. Die deutsche Mark zurückholen. Vielleicht ein paar Sachen in der Menschenrechtslage ändern. Man könnte TTIP verbieten, dieses Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa zum Beispiel. Das würde ich, glaube ich, gut finden. Für Frieden sorgen. Das ist schön.